Einst fühlte er sich wie ein König, als er als Musikkritiker mit spitzer Feder für den Feuilleton einer Wiener Zeitschrift geschrieben hat. Doch dann wird Georg überraschend von seinem Chefredakteur rausgeschmissen. Der Grund sind in diesem Fall Sparmaßnahmen. Das verheimlicht er seiner Jungfrau Johanna, die eigentlich nur noch ans Kinderkriegen denkt. Seine neu gewonnene Freizeit nutzt er daraufhin, um seinem ehemaligen Mitschüler Erich dabei zu helfen, eine marode Achterbahn im Wiener Prater wieder neu aufzupolieren und in Gang zu setzen. Und sich natürlich für den Rausschmiss an seinem Chef zu rächen. Was mit kleinen Sachbeschädigungen beginnt, führt schon bald aber zu Schießübungen. Ich bring dich unter Sau! Sagst du bitte, was los ist? Was ist, hä? Du schon in Pension? Nein, ich arbeite am Abend. Was bloß, bist nicht arbeitslos, bist mein Kompagnon ab jetzt. Dreh gleich um in Fluchtrichtung. Das ist ein Einwand. Ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich den österreichischen Kabarettisten Josef Harder erst sehr, sehr spät entdeckt habe. Aber nachdem ich den Knochenmann gesehen habe, einen der vier Filme, in denen er den gebeutelten Privatdetektiven Simon Brenner spielt, war es dann auch um mich geschehen. Wilde Maus ist jetzt das Regiedebüt von Harder und sowas wie Österreichs Antwort auf Falling Down. Ein Mann erlebt einfach viel zu viele Tiefschläge innerhalb kürzester Zeit und lässt daraufhin seiner lang unterdrückten Wut freien Lauf. Nur ist er eben kein Möchtegern-Krieger, sondern in diesem Fall natürlich ein Musikkritiker. Und man merkt, dass die langjährige Zusammenarbeit mit Wolf Haas und Wolfgang Mohnberger, Autor und Regisseur der Brenner-Krimis, Harder extrem beeinflusst hat. Sie geben mir die Nummer von Ihrem Freund und ich rufe jemanden an, der ihn dann besucht. Ganz einfach. Wenn er nicht zuhört, wird irgendwas in der Wohnung kaputt gemacht. Was Kleines. Für den Anfang. Wenn er dann noch immer nicht zuhört, wird irgendetwas Größeres kaputt gemacht. Und wenn er dann noch nicht zuhört, dann wird er kaputt gemacht. Bis. Wie viel würden sowas kosten? Das hängt davon ab, wie viel man kaputt macht. Und es hängt jetzt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie viel man mit dem trockenen Humor, dem kontinuierlichen Scheitern, dem Wiener Schmäh und auch dem Brennerfilm anfangen kann, um Wilde Maus auch so richtig zu lieben. Ich habe mich auf jeden Fall köstlich amüsiert, auch wenn mir vielleicht so ein bisschen der Biss von Haas gefehlt hat oder die inszenatorische Sicherheit auch von Mohnberger. Nichtsdestotrotz beweist Harder hier ein sehr gutes Gespür für Timing, Tonfall und tierisch lustige Tragik. Und wie er die Ängste der Mittelstandsbürger durch die heiße Schokolade Wiener Art zieht, das zeigt einfach, dass er ein sehr guter Beobachter des menschlichen Irrsinns ist. Flankiert von wie immer wirklich großartigen Darstellern, kann ich in diesem Fall als Jung-Harder-Fan nur sagen, fundig. Und hier sind meine Rankstags. Josef Harder, Georg Friedrich, Tragikomödie, Kritikerabsturz und bittersüß komisch. Wer bist du? Deine Familie ist sehr mächtig. Deine Mutter hat dich durch ihre Zauberkraft gerettet und mich erschaffen. Ich bin hier, um dich zu beschützen. Und das heißt, du musst tun, was ich sage. Leg dich nicht mit dem Affen an. Das Studio Leica bleibt auf jeden Fall seiner Linie treu. Kubo ist Humor, Tragik, leichter Grusel und ganz viel Herz vereint in einem großartigen Stop-Motion-Abenteuer. So reich an liebevollen Details und Farben, dass man wirklich keine Sekunde dieses Films verpassen möchte.